Oh nein, er ist zurück, die Killer-Clowns oder der Horror-Killer-Clown schlechtweg. Er ist zurück. Was er wohl damit meint, das seht ihr nach dem Intro. Ja, Freunde, wen meine ich natürlich? Ich meine natürlich den Clown Pennywise. Ist das natürlich der Horror-Clown schlechthin? Seinen ersten Auftritt hatte er nämlich in Ass. Und jetzt kommt natürlich ein neuer Teil raus und das wird sich nämlich hier dran drehen. Und ja, da gibt es jetzt nämlich schlaue Fakten von mir. Und scheiß auf die Horror-Clowns, die wieder zurück sind und dass ihr ein Comeback angeblich feiern in den Städten. Ich finde es natürlich eine scheiß Sache, sage ich mal ganz ehrlich. Sowas soll auch verboten werden. Aber egal, es dreht sich nämlich jetzt hier um die Neuverfilmung. Um Ass und ich bin mal gespannt, wie der wird. Natürlich am 28. September 2017 kommt er in den Kinos. Und jetzt kommen hier nochmal ein paar Fakten von mir über den Film und viel Spaß. Ja, und erster Fakt ist natürlich so gesehen, der erste Ass, der wurde ja 1990, wurde der halt stattgesetzt. Und komischerweise 27 Jahre später, also 2017, kommt halt It raus. Und es soll angeblich, wie ich das so gelesen hatte, ich hatte das ein bisschen recherchiert, 27 Jahre immer später taucht immer Pennywise auf. Das ist der Clown. Und wie gesagt, 27 Jahre später, hier seht ihr ein Bild, soll es angeblich so sein, erscheint jetzt natürlich dann halt der neue Stephen King's It und halt vorher Ass in Deutsch. Bleibt sich ja gleich in der Art. Und das dreht sich halt natürlich um Pennywise. Dem ersten Teil wurde halt gespielt von Tim Curry. Ja, und der neue Pennywise, der wird halt gespielt von Bill Skarsgård. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht ganz genau. Und ja, also ich finde ja auch den alten, der hat so ein bisschen Charme. Der neue, wie ihr jetzt hier sehen könnt, der ist halt ja so ein bisschen, ja, gruseliger. Aber ist so ein bisschen, ja, so eine Mischung aus allen. Wobei der alte halt richtig schön Retro-Vintage-Charme hatte. Dann hatte ich gehört, dass Stephen King's Ass, also der neue Teil, jetzt einen wahnsinnigen Start wohl in den USA hingelegt hatte. Und das soll wohl der erfolgreichste Horrorfilmstart aller Zeiten sein. Also finde ich schon mal eine gute Sache. Ich bin echt gespannt, wie der Film wird. Dann hatte ich das von Thomas, der hat mir den Tipp gegeben, der alte Film, das wusste ich noch gar nicht ganz genau, das soll nämlich gar kein Kinofilm gewesen sein, also es war nicht geplant als Kinofilm und das ist natürlich der alte Ass von 1990, das war nämlich ein TV-Teiler, ein erster Teil und ein zweiter Teil, das hat er mir so gesagt und das fand ich sehr, auf jeden Fall sehr spannend, interessant. Weil das hatte ich nie so gehört. Natürlich kann man den ja auf DVD und Blu-ray kaufen. Man kann es ja nicht wegdenken. Deswegen geht er wahrscheinlich auch 3 Stunden, also über 3 Stunden der Film. Und es ist immer noch ein Klassiker. Wenn man überlegt, dass der neue Film nämlich 2 Stunden und 15 Minuten geht, ist das natürlich schon eine gewaltige, so gesehen, Verbesserung. Und dann bin ich mal gespannt, wie sie das umsetzen, dass der halt doch schon so lange geht. Ja, da bin ich mal echt mal gespannt beim Horrorfilm. Und es geht ja auch um diese Gruppe der Loser, das war ja auch im alten Teil und das ist natürlich im neuen Teil so. Und es ist ja halt, es beginnt ja so immer mit, dass halt Pennywise die ganzen Kinder jagt. Sein Markenzeichen ist natürlich der rote Ballon und es gibt natürlich diese gleiche Szene, die er immer auch im Trailer hier sehen kann. Es ist wirklich so mit diesem Gullischacht und man weiß ganz genau, es gab sehr viele Sachen im Trailer, die auch im Original auch so waren. Das fand ich auf jeden Fall sehr toll. Dass das so umgesetzt wurde. Natürlich erhoffe ich mir natürlich nicht, dass das jetzt sowas wird, dass man es 1:1 kopiert, aber trotzdem ist das auf jeden Fall eine klasse Sache, wie ich finde. Ein ganz wichtiger Fakt ist auf jeden Fall, dass wir Erwachsenen vor Pennywise keine Angst hätten. Wir würden es eher lustig übermachen über ihn, weil er sieht ja einfach auch so witzig aus. Und das ist aber natürlich die Tarnung, dass die Kinder natürlich vor ihm Angst haben. Und deswegen werden auch die ganzen Kinder geschnappt. Das ist wahrscheinlich auch so der Plan von Pennywise. Und dieser Plan geht natürlich sehr gut auf bei den Kindern. Und dann kommen wir zum letzten Fakt. Das ist nämlich Vorkommen in anderen Werken. Pennywise treffen wir auf jeden Fall nochmal wieder in das Monstrum Tommyknockers. Da ist das nämlich so, dass die Menschen in Derrys Nachbarort Heaven geistig in Besitz nehmen und der junge Tommy Jacqueline halluziniert. Aus dem Gullideckel sieht ihn einen Clown an, der glitzernde Silberdollar anstelle von Augen hat und Luftballons in der geballten, weiß behandschuhten Hand hält.
Auf jeden Fall auch sehr interessant. Ist natürlich jetzt im letzten Dark Tower, also der dunkle Turm, da sieht man nämlich eine Szene, da ist nämlich ein alter Freizeitpark und da steht nämlich drauf Pennywise. Auch ein Fakt, wo er vorkam. In Schlaflos erfahren wir, dass natürlich Pennywise nicht tot ist. In Duditz erfahren wir auf einer Tafel, dass Pennywise noch lebt. Dann finden wir noch andere Anspielungen halt auf Ass, also auf Pennywise, in Faire Verlängerung, der Fluch, der Anschlag. Kein anderer wie Stephen King neben John Carpenter hat natürlich das Horrorgenre so hochgepusht wie Stephen King. Und das ist wirklich so mal hochzuloben. Kinder des Zorns, Ass, der dunkle Turm, das sind alles tolle Filme, muss ich ganz ehrlich sagen, Verfilmungen. Und man hat eigentlich kaum was zu meckern. Aber dennoch kann das natürlich sein, dass er seine Verfilmungen nicht gut findet, weil die Romanvorlagen sind immer sehr gut auf jeden Fall gemacht. Das höre ich, wenn ich nicht alles gelesen habe. Aber auf jeden Fall ist das wirklich so, dass ich sagen muss, die Verfilmung finde ich bis jetzt immer alle nicht schlecht. Kommt natürlich auch auf die Fortsetzung drauf an. Ne? Kinder des Zorns 3 ist natürlich nicht so gut wie Kinder des Zorns oder das Haus der Verdammten und so weiter. Ich finde auf jeden Fall, Stephen Kings Verfilmungen sind immer eigentlich gar nicht schlecht zu gucken. Ja Leute, ich hoffe mal, ich habe euch da nicht so ein bisschen mit diesen Horrorfilm-Clown-Krams hier so ein bisschen überrascht und so weiter. Ich habe gedacht, ich mache mal so ein kleines Faktenvideo über Stephen Kings Ass. So, weil er ist einfach wieder da und ja, ich hoffe mal, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich habe da ein bisschen draus gelernt, was man noch so lernen kann von Stephen King Filme, also über Pennywise und Ass. Und auf jeden Fall ist das, finde ich, immer inhaltlich eine gute Sache. Und vergesst nicht, die Week Challenge, die läuft ja noch. Schaffen wir die 100 Abos in 7 Tagen, die läuft immer noch, die ist noch nicht geknackt. Teilt das Video, vielleicht geht das ja auch viral hier, wegen den Horror-Clowns. Nein, aber das war nicht mein Plan gewesen. Ich wollte einfach euch was Wissenswertes wiedergeben. Und ich finde, Ass, also Pennywise, hat es auch verdient. Und Stephen King sowieso. So, wenn euch das Video gefallen hat, ein Like geben. Wenn nicht, dann ein Dislike. Kommentieren nicht vergessen. Und natürlich ein Abo dalassen. Das würde mich natürlich freuen, Leute. Guckt beim lieben Phantomas vorbei, bei die Filmblogger. Und dann würde ich sagen, Leute, bis dann und ciao und bam!